Lieben Widder, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, ein Neujahrsorakel steht an. Es ist ein Orakel mit einem Open End. Das heißt, es ist jetzt nicht datiert irgendwie, dass es nur bis zum 1.2., 1.3. etc. geht, sondern es kann sich also ein bisschen weiter hinausziehen. Weil wir alle in verschiedenen Prozessen drin stecken. Für die, die mich noch nicht kennen, ihr findet unten in meiner Infobox alles Mögliche an Informationen zu mir. Facebook, Instagram. Da könnt ihr auch sehen, was ich sonst noch so mache und wie ich auch aussehe. Und dann gibt es auch eine Mailadresse, wo ihr schreiben könnt, falls ihr mich privat buchen möchtet. Diese Readings gelten nicht für alle Widder weltweit. Das heißt, es ist nur für einen bestimmten Teil. Das kann jetzt sein, dass ihr hiermit in Resonanz geht. Das kann aber auch sein, dass euch das gar nichts sagt und dann einfach ein anderer Reader für euch gut ist im Moment. Schaut einfach mal, wie er damit schwingt und klingt. So, ich habe jetzt Tarotkarten und ich habe ein paar Orakelkarten. Die nehme ich immer ganz gerne mit dazu, weil die nochmal spezielle Botschaften beinhalten und sehr gute Tipps geben, wie man sich verhalten kann und worauf man achten soll. Grundsätzlich haben wir hier als allererstes die Karte A Blessing to Find Your Way. Also hier geht es darum, den Weg zu finden, sich auf den Weg zu vertrauen, auf dem man geführt wird, auch wenn es vielleicht zwischendurch mal ein bisschen holprig ist, aber das passiert jedem mal. Wir sehen hier die holde Maid, ich weiß nicht, ob das Maiglöckchen sind, wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie im Wald liegt. Das zeigt natürlich dann auch eure Geburtszeit an, wenn der Widder Geburtstag hat, ja, wenn der Frühling kommt. Also bis dahin steht ihr in voller Kraft und im vollen Saft. Ich weiß nicht, ob die Zahl 24 für jemanden interessant ist. Und hier geht es tatsächlich um die Reise, ja, auf der ihr seid. Das kann jetzt mit einer richtigen Reise zu tun haben. Also wir haben hier die Karte des Universums. Das zeigt immer an, das ist die Karte der Welt. Ja, ihr habt hier die Geister, die auf euch aufpassen, also Feuer, Erde, Wasser und Luft. Und hier ist sehr viel Bewegung mit drin. Die Karte der Welt zeigt, wie gesagt, das kann einen Umzug anzeigen oder aber eben auch eine Reise, vielleicht auch um die halbe Welt. Ja, vielleicht hat sich auch jemand entschlossen, okay, ich packe jetzt meine Sachen, ich löse hier alles auf und ich gehe jetzt einfach mal auf eine lange Reise und gucke einfach mal, wo es mich hin verschlägt. Also das ist auch eine Energie, die hier mit drin steckt, ja. Praktisch neu zu beginnen oder mal das Alte auch hinter sich zu lassen und sich ins Abenteuer des Lebens hineinzustürzen. Auf die Karte komme ich jetzt gleich nochmal zu sprechen, okay? So, wir haben, was das Vergangene angeht, was sich jetzt noch mit in das Zukünftige bzw. ins Hier und Jetzt reinzieht. Einmal die Karte der Macht. So, das ist eine Karte, die, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt, hier ist so eine ganz kleine Person, die hier praktisch in so eine Art Hof reinläuft. Ja, hier sind vier Säulen. Das ist etwas, was mit der Kindheit zu tun haben kann. Okay, dass da jetzt Dinge an die Oberfläche kommen, die nochmal beleuchtet werden sollen. Ja, Vaterthemen, Mutterthemen, wie verhalte ich mich in Beziehungen zu anderen, jetzt nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern allgemein in Beziehungen zu anderen. Und wie gesagt, das kann halt sein, dass jetzt hier so ein paar Dinge an die Oberfläche kommen in der nächsten Zeit, die mit Befestigungen zu tun haben. Das ist ja praktisch hier auch so eine Art Festung. Ja, vielleicht auch ein etwas starres Muster, was man vielleicht auch übernommen hat in der Kindheit und das jetzt einfach mit weiter vorträgt. Und wo man merkt, das kann hinderlich sein. Wir haben die Karte Attachment dazu. Ja, wir sehen hier eine junge Lady, die ist angekettet an so einen Holzpfahl und nimmt ihre Maske ab. Ja, das kann natürlich sein, dass ihr jetzt irgendwie Masken gegenüber anderen habt, aber vielleicht auch euch selber gegenüber. Ja, vielleicht ist deswegen hier auch so dieser Ausbruch, boah, ich muss jetzt hier irgendwie was unternehmen und Abenteuerlust und das Feuer schüren. Hier geht es, also ihr seht, dass es hier so ein bisschen nebulös um sie herum ist. Das hat etwas mit Entscheidungen zu tun, die jetzt in der nächsten Zeit kommen und oder jetzt vielleicht auch schon da sind. Und wo es praktisch darum geht, sich von Fesseln zu lösen. Ja, von dem, was euch bindet und hindert, was eventuell auch mit Kindheit oder mit der Jugend zu tun haben kann. Ja, dass ihr da in einem Muster feststeckt, was sich immer wiederholt und ihr kommt immer wieder in dasselbe rein und wo es jetzt einfach um die Auflösung geht und darum geht, an sich selbst zu arbeiten. Wir haben die Karte Solitude, also wir sehen hier eine junge Lady, die sich zurückgezogen hat, die hier praktisch in einem Gelände sitzt, wo nicht viel los ist und sie hat sich hier hingesetzt und hat das Buch der Weisheit aufgeschlagen. Ja, und guckt sich ganz genau an, was sind meine Muster, was sind meine Masken, was ist das, was mich bindet und hindert und studiert das Ganze.
Und zwar also wirklich mit einem offenen Geist. Das find ich sehr schön. Also das zeigt hier eine Zeit an, wo man wirklich auch weiterkommt und weiterkommen kann. Und das ist eben auch mit dieser Karte Journey gemeint. Ja, das hier ist auch ein Teil der Reise, die man begehen sollte oder begehen kann. Das muss man natürlich nicht, aber es ist immer gut, wenn man sich eben, wie gesagt, mit den Dingen auseinandersetzt, damit dann eben auch eine Lösung herbeigeführt werden kann und die Dinge wieder in Bewegung reinkommen. Ja. Wir haben die Karte der Waffenruhe. Ja, ihr seht, hier ist ziemlich viel Wirrwarr. Also das kann sein, dass das ein oder andere hier aufgewirbelt wurde und praktisch sowas wie ein Friedensangebot geschlossen wird. Das kann mit dem Elternhaus sein, das kann mit Familie sein, das kann mit Freunden sein, das kann vor allen Dingen der Frieden mit sich selber sein. Ja, das ist auch ganz wichtig. Manchmal gibt es schlaflose Nächte, weil man eben irgendwie hier festgekettet ist. Und na, hier setzt man sich an einen Tisch und die Schwerter sind gekreuzt. Ja? Also hier ist auch die Freimaurerblume mit drauf, die eben hier den Frieden anzeigt und auch eine schöne Zeit anzeigt, die jetzt ansteht. Ja, wir haben die Karte der Sattheit. Also Sattheit hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber das sind die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche ist eine ganz schöne Energie, die ein schönes Familienleben anzeigt, Harmonie anzeigt, dass man es geschafft hat, ja, vielleicht auch hier irgendwie sich zu lösen und durch die Dinge durchzugehen und den Frieden mit sich selber zu schließen. Ja, und dann halt in diese schöne Energie mit reinzukommen. Da sind normalerweise auch Regenbogen drauf abgebildet. Das ist wirklich so eine Karte, wo die Herzen fliegen. Und ja, was eine einfach eine tolle Zeit anzeigt. Auf die Liebe bezogen haben wir die Karte Calling in Your Soulmate. Die finde ich toll. Also eure Gebete, eure Affirmationen, eure Visualisationen helfen, euch zusammenzubringen. Ob das jetzt schon jemand ist, der in eurem Leben ist oder nicht. Ja, deswegen ist hier dieses Studium auch so wichtig, ja, die richtigen Affirmationen anzuwenden, die richtigen Visualisationen anzuwenden, damit ihr hier euch aus dem Attachment lösen könnt, aus diesen Befestigungen, die euch ne, binden und hindern. Wir haben hier zwei Karten, einmal den Prinz der Stäbe und einmal den Prinz der Schwerter. Das kann jetzt auf zwei verschiedene Personen hindeuten. Ja, einmal ein Luftzeichen, also ein Wassermann, ein Zwilling oder eine Waage. Das ist hier mit dem Prinz der Schwerter gemeint. Hier sitzt nämlich jemand auf seinem, ja, ich weiß nicht, ob man das als Streitwagen bezeichnen kann, also auf jeden Fall also als Luftgefährt, hat sein Schwert in die Hand genommen. Das zeigt auf den mentalen Bereich, ja. Dass hier im mentalen Bereich etwas gelöst wird. Ne? Vielleicht ist das auch das Schwert, was hier diese Ketten, ja, durchtrennt. Und durch den Prinz der Stäbe als Feuerzeichen, das kann jetzt ein Widder, ein Löwe oder ein Schütze sein, das kann auch euch selber darstellen. Ja, wie gesagt, zwei Personen oder vielleicht sogar drei Personen, die hier in irgendeiner Form dran beteiligt sind. Ja, also gerade was die Liebe angeht, da fiel nämlich auch die Karte hier mit drauf. Ja, vielleicht kommt hier jetzt dann auch ne, ein Friedensangebot oder dass man eben ne, in der Lage ist, sich an einen Tisch zu setzen, um eben dann eben auch ne, zu betrachten oder man hat erkannt, was einen wirklich hier irgendwie festgehalten hat die ganze Zeit. Also das sind auf jeden Fall zwei wichtige Energien, auf die ihr achten solltet. Wie gesagt, die hat mit der Liebe zu tun. Wir haben ja noch das Element Fisch mit drin. Weiß nicht, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch wichtig. Ne, die zwei Fische, die sich hier verbinden und die Kelche mit Liebe füllen. Ja, also ne, wenn ihr euch hier rausgekämpft habt, stehen die Aussichten sehr gut, dass das hier in der Liebe klappen kann. Wir haben hier noch eine Karte Religious Factors, also religiöse Faktoren. Und das Liebesleben steht unter dem Einfluss von religiösen Faktoren oder einem spirituellen Weg. Hier haben wir auch wieder The Journey, ja, diesen spirituellen Weg, der hier mit eingebunden ist. Das kann sein, dass es jetzt hier um eine Partnerschaft geht, wo ihr verschiedene Religionen habt. Ja, der eine ist Christ, der andere Moslem oder irgendwie Jesite und na, was gibt es noch alles? Hindu. Na, also das ist ja ganz bunt gemischt irgendwie mittlerweile weltweit. Und dass es da eventuell einen Faktor oder einen Faktoren gegeben hat, die zu Ketten geführt haben. Okay. Oder eventuell auch Hindernisse darstellen. Das kann aber auch sein, dass das eben auf ne, diesen spirituellen Weg wichtig ist, um sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Und das muss jetzt auch kein großes Hindernis sein mittlerweile. Es ist ja in vielen Regionen der Welt so, dass man jetzt tatsächlich irgendwie ne, kreuz und quer heiraten kann, ohne jetzt irgendwie zur selben Religion gehören zu müssen. Okay, es gibt aber trotzdem heutzutage noch, also es kann halt sein, dass hier nochmal so ein Hinweis darauf ist, dass hier ein Thema liegt, welches man in Betracht ziehen sollte. Vor allen Dingen für die, die sagen, ich möchte reisen.
Ja, also es kann gut sein, dass ihr hier auf einer Reise jemanden trefft, der hier, ne, euer Soulmate ist, aber eine total andere Religion hat oder ganz andere Ansichten irgendwie von dem Ganzen, was kein großes Problem sein muss. Okay, es kann halt dazu führen, es muss aber nicht unbedingt dazu führen. Ja, letzten Endes ist es ja dann auch eine Bereicherung, einfach mal aus anderen Kulturen etwas mitzubekommen. Also Leute, ihr kommt auf jeden Fall viel in Bewegung. Ja, also wenn ihr euch darauf konzentriert, werdet ihr Erfolg haben und auch wachsen können. Ja, das ist eben das, was hier durch diese Solitude-Karte auch dargestellt ist. Sie weiß, was sie hier gelesen hat und sie ist in der Lage, das Ganze auch umzusetzen. Das ist halt das Coole daran. Ja, sie weiß, wie man Affirmationen aussendet, wie man visualisiert und wie man sich eben auch den Seelenpartner ins Leben reinholt. Wir haben die Karte Warrior Woman, das ist dann eine spirituelle Fahrt. Und hier geht es darum, habt ihr wirklich eurem tiefsten Call, also eurem tiefsten Inneren zugehört? Sie hat nämlich hier das Schwert in der Hand, was in der Lage ist, diese Ketten zu durchtrennen. Okay, manchmal sind wir ein bisschen blind und taub, auch gerade wenn man sich hier in so einer Energie drin befindet, dann sieht man irgendwie die Hand vor Augen nicht und den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber letzten Endes hat jeder sein eigenes Schwert, womit er arbeiten kann. Ja, das ist vielleicht auch hier mit dieser Energie von dem Ritter der Schwerter gemeint, die sich natürlich auch auf euch übertragen kann, falls es hier nicht um eine andere Person geht. Ja, diese Person hier hat auch ihr Schwert in die Hand genommen und hat gesagt, so zack, ich trenne jetzt alles, was mich bindet und hindert, um wirklich frei zu sein und um wirklich zur Authentizität meiner Seele zu kommen. Wir haben die Karte Rejuvenation, also hier ist auch nochmal so eine Situation dargestellt. Ja, hier liegt die Lady am Strand, kriegt coole Cocktails irgendwie geliefert, von dem schönen Mann, der hier kommt und das Ganze kredenzt. Und wie gesagt, also für die jetzt in Urlaub fahren und irgendwie auf ihren Soulmate warten, könnte das also sehr gut sein, dass das hier tatsächlich sich jetzt ereignet. Ansonsten ist die Karte Rejuvenation einfach, die hat mit Erholung zu tun. Ja, also gerade die jetzt hier irgendwie Attachment gelöst haben oder dabei sind, Attachment, also ne, Befestigung zu lösen, das kann manchmal ein bisschen anstrengend sein, okay? Aber danach, wie gesagt, kommt jetzt eine ganz tolle Phase, wo es einfach um Erholung geht und wir haben hier You and your loved ones are safe mit dem Neumond im Krebs. Also ihr und eure Geliebten seid sicher. Ja, der Krebs steht für Heim und für Familie und so, ne, die Krebsmänner sind mit unter anderem die besten Väter. Ich will jetzt sagen, ne, keine anderen irgendwie dissen, was das angeht, aber also die Krebsväter, die ich kennengelernt habe, die gehen alle total in ihrer Rolle auf und da kann man dankbar sein, wenn man so einen hat. Dann haben wir hier Look at the bigger plan, also es gibt einen größeren Plan, ein größeres Bild. Was, wie gesagt, manchmal nicht wirklich ersichtlich ist, wenn man hier irgendwie drin steckt, aber versucht das Ganze mal wirklich von oben zu betrachten, wie ein Adler. Ja, das ist ein ganz tolles Krafttier, was eben den Blick von oben zeigt und dass es einfach nur um etwas Größeres geht, was jetzt hier momentan der Fall ist. Wie gesagt, also Urlaub muss jetzt nicht, ne, das kann, aber das ist hier grundsätzlich auch diese Reise ist damit gemeint, ja. Diese Reise zu einem selbst, die Reise ins Innere, dieses Lösen von den Dingen, die nicht mehr gut für uns oder für euch sind. Ich bin ja jetzt kein Widder, sondern, das einfach mal zu betrachten, dass das ein Teil der Reise ist. Achtet bitte auf eure Träume, das ist ganz wichtig. Hier kommt nämlich luzides Träumen. Botschaften, die über Träume vermittelt werden und eure Lehrmeister, eure spirituellen Lehrmeister treten mit euch über die Traumebene in Kontakt. Es kann auch gut sein, dass ihr hier von eurem Soulmate ganz viele Nachrichten jetzt in der nächsten Zeit bekommt über die Traumebene. Von daher ist hier besondere Achtung drauf zu legen, schafft euch ein Traumjournal an, ein Traumtagebuch. Das kann man immer ganz gut machen. Es gibt so Leuchtstifte, die man also wie so ein Kuli anklickt und die leuchten dann im Dunkeln. Da muss man jetzt nicht irgendwie Licht und so weiter anmachen, sondern kann das eben schnell niederschreiben, sich umdrehen und weiterschlafen. Also das kann ich dazu empfehlen. Und da wird sich dann ein Muster auftun und dann könnt ihr einfach mal nachgucken, was diese Träume zu bedeuten und euch mitteilen möchten. Ihr sollt bitte vertrauen, surrender to trust. Vertraut euch selber und auch euren eigenen Entscheidungen. Ja, das ist egal, was andere Leute sagen, es ist auch egal, ne, welche Meinung andere Menschen haben, das kann man sich natürlich ganz gerne mal anhören, um sich ein bisschen zu orientieren. Letzten Endes ist es aber so, ihr sollt auf eurem eigenen Weg bleiben und euch da auch nicht von abbringen lassen, okay?
Ja, das ist ganz wichtig. Und auch Action nehmen. Und auf, na, also auch zu dem Weg stehen, den ihr eingeschlagen habt. Ja, das wird halt diese Warrior Woman. Wo haben wir sie denn? Jetzt habe ich wieder so viele Karten in der Hand, sorry. Das wird die Warrior Woman hier aktivieren. Und wenn einer die Kriegerfrau sein kann, dann sind das Widder. Ja, ihr seid ja diejenigen, die voranstürmen und die Welt erobern. So, und das ist eine Kraft und eine Energie, da sollen einige jetzt wieder reinkommen. Sehr schön. Okay, meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mit dem Orakel anfangen. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute für die, die das Orakel jetzt noch im alten Jahr sehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Für die, die das im neuen Jahr sehen, wünsche ich von Herzen alles Liebe und dass 2019 das schönste Jahr bis jetzt wird, was ihr jemals erlebt habt. Alles Liebe und bis bald. Bye bye.